So, hallo Leute, da bin ich mal wieder und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen PC-Bau, hatten wir schon lange nicht mehr, abgesehen von meinem alten Retro-PC. Hier ist der Film mit am Start und mit ihm baue ich den PC. Der ist am Ende auch für ihn. Von ihm habe ich dafür einen alten PC bekommen, den kann ich am Schluss nochmal ganz kurz zeigen. Und jetzt zeige ich euch mal den Aufbau von den Sachen, die wir da einbauen werden. So, dann zeige ich euch mal genauer, was wir hier alles haben. Einmal haben wir hier einen CPU-Kühler Katana 4. Dann haben wir eine Western Digital 1,5 TB Festplatte. Wir haben zwei Arbeitsspeicherriegel, einmal 2 GB, einmal 8 GB, wobei der 2 GB später noch gegen 8 ausgetauscht wird. Dann einen i5 mit 3,1 GHz, und zwar den i5-2400. Ein DVD-Laufwerk aus einem alten PC. Ein Mainboard von Asus P8H61M mit USB 3.0 und dem Sockel 1155. Eine Windows 10 Home Edition. Grafikkarte haben wir die Asus 2 GB Version von der GTX 77. Ein Be Quiet System Power 8, 500 Watt. Und zu guter Letzt das Gehäuse, ein VG4W von Shark Hoon. Und dann bauen wir das Ganze jetzt mal auf. Vorher machen wir noch einen Testaufbau, ob alles läuft. Und dann springen wir auch gleich mal in den Zeitraffer, wo wir das Ganze zusammenbauen. So, ganz kurze Zwischenmeldung nochmal, bevor es losgeht. Wir haben den Test erfolgreich abgeschlossen. Hier seht ihr schon das Chaos. Alles ausgepackt und ja, dann geht's aber auch schon los.
hier haben wir jetzt das gute Stück fertig zusammengebaut. Wir schauen uns das mal zusammen an, was wir daraus gemacht haben. Schaut es euch an. Trotz des kleinen Gehäuses, was alles eigentlich relativ eng war, haben wir es sehr ordentlich hinbekommen. Hier ziehen wir jetzt noch die letzte Folie ab. Und da haben wir das gute Stück. Die Kabel hinten haben wir schon alle schön mit professionellen Kabelbindern rangebunden, die wir nicht hatten. Wir haben einfach diese Drähte genommen, die beim Netzteil und so dabei waren. Und dadurch haben wir es doch ganz ordentlich hinbekommen. Wir spielen jetzt das Betriebssystem auf und bekommen alles mit den Treibern zum Laufen. Und dann sehen wir uns noch mal ganz kurz, wenn alles fertig ist. So Leute, wie ihr sehen könnt, läuft jetzt alles an dem PC. Hier, der Phil ist auch schon fleißig am Installieren und fertig machen. Wir sind gerade am Grafikkartentreiber runterladen, dann kommt noch der Maustreiber und USB-Treiber und Chipset und alles mögliche, was noch so fehlt. Und dann würden doch gleich mal direkt Spiele runtergeladen. Würde sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen. Hier könnt ihr nochmal den kleinen PC sehen, den er für mich da gelassen hat. Da machen wir so einen zweiten Gaming-PC draus, wenn Leute herkommen zum Zocken. Ja, also, hier. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich habe meinen PC hier oben, den kennt ihr ja schon. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.